Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Alpha-Wölfin. Heute geht es wieder ums Housing und zwar geht es um das Thema Spähen. Aktuell ist ja noch das Event, bei dem wir alle fleißig zusammenwerfen müssen und alle fleißig helfen müssen, dass wir vielleicht bei den 100% noch das Haus bekommen. Das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz großer Tipp von meiner Seite aus für alle die, die es nicht mitbekommen haben. Sammelt, was das Zeug hält, Antiquitäten. Also wenn ihr die wenn ihr das Kapitel Greymoor habt, dann sammelt, was das Zeug hält, Antiquitäten. Dann kommen wir vielleicht auf die 100% und kriegen ein ganz, ganz tolles Haus geschenkt. Das Haus habe ich schon mal hochgeladen, da sind wir auch schon mal durchgelaufen im letzten Video. Das nur noch mal so als kleiner Hinweis. Ja, heute geht es jetzt um was völlig anderes. Und zwar, also ganz so anders ist es eigentlich nicht. Und zwar, wenn ihr unterwegs seid, dann könnt ihr jetzt antike Karten finden. Ich stehe jetzt gerade hier in Auridon und ich wollte euch das mal kurz zeigen. Eine der Insel von Somerset. Achso, das hat mich jetzt gerade irritiert. Dabei gilt übrigens auch wieder, dass jeweils 3 Karten gefunden werden können. Also 3 Teile, um den Kodex ja, zu vervollständigen. Ihr könnt die aber nicht einfach irgendwo finden oder irgendwelche Spuren oder so davon finden. Dazu müsst ihr zum örtlichen Händler gehen. Scrollt einfach runter. Was wichtig ist, es muss wirklich ein Händler sein. Also es ist kein Krämer oder irgendwas anderes, was euch normalerweise oder wo ihr Sachen verkaufen könnt. Ihr müsst wirklich zum Händler gehen. Da scrollt ihr runter bis zur Spur antike Karte von. Also von dem jeweiligen Land, wo ihr jetzt gerade drin seid. Die könnt ihr pro Karte für 1000 Gold kaufen. Ja, es ist schweineteuer, wenn man bedenkt, wie viele Länder wir haben und dass wir für jedes Land streng genommen 3-mal die Karten kaufen können. Da gibt es noch eine Besonderheit bei. Und zwar, wenn ihr einmal die Karte gekauft habt, steht da unten drunter, ihr habt diese Antiquitätenspur bereits. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das letzte Mal, also das dritte Mal suche, sondern das ist immer drin. Das heißt, ihr müsst hier die Karte kaufen, müsst dann spähen, müsst dann die Antiquität holen, also diese Karte holen und müsst dann quasi wieder zurückkommen und die nächste Karte kaufen. Das müsst ihr überall machen. Wenn ich jetzt mal hier auf die Karte gehe, das könnt ihr auf jeden einzelnen Bereich machen. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, es ist wirklich schweineteuer. Weil ihr müsst 3000 pro, pro Stadt oder pro Land, wenn man so will, hier rechnen. Cyrodiil, da war ich jetzt noch nicht, da weiß ich jetzt nicht, ob das da auch geht. Theoretisch ja. Ich werde es auf jeden Fall nochmal in die Kommentare reinschreiben, weil ich bin leider noch nicht durch. Ich habe oben angefangen und habe gedacht, okay, je früher ich das Video reinsetze, umso besser ist das natürlich für alle, die es nicht wissen, weil wir haben es absolut durch Zufall jetzt nur erfahren. Übrigens auch nochmal der kleine Tipp von mir am Rande. Es gibt neue Vorgaben, die ihr euch beim Luxushändler kaufen könnt. Da sind wirklich tolle Sachen teilweise mit dabei. Eine Anmerkung habe ich allerdings noch, und zwar, wenn ihr hier nach Atreum geht, das gilt offiziell unter Summer's End. Also wenn ihr da eine Karte kauft, dann sagen die zu euch, dass ihr nach Summer's End müsst, um da die Karte zu finden. Deswegen ja, könnt ihr es direkt hier machen oder ihr könnt da theoretisch hinreisen und eine Karte holen. Aber ihr könnt keine zweite Karte da holen, soweit ich weiß. Also das gilt wirklich als Summer's End Karte. Und wenn ihr da schon eine geholt habt und noch nicht erspäht habt, könnt ihr keine zweite kaufen. Ja, und dann macht ihr es so, wie ihr es immer macht. Ihr drückt, also alle PC-Leute drücken auf J. Und ich habe jetzt hier die letzte in Auridon. Da kann man das Ganze dann einfach erspähen. Und wie bei jeder anderen Antiquität, lauft ihr dann dahin, sammelt das Ganze ein. Und wie gesagt, dann, sobald das Ganze eingesammelt ist, könnt ihr euch dann jeweils die zweite und dann später auch die dritte Karte holen. Ich zeige euch das nochmal eben. Naja, viel größer ist es hier auch nicht. Da steht noch immer was zu der Karte dazu. Es gilt alles unter Bibliothekseinrichtungen. Und wie gesagt, ihr könnt pro Stadt jeweils 3 davon holen. Ja, ich hoffe, dass euch das Ganze weiterhelfen konnte. Viele von euch kennen ja diesen Trick in Anführungszeichen, kennen diese Sache, denke ich mal, noch nicht.
Ich bin mich hier gerade so ein bisschen am Verhaspeln, weil ich selber gerade auch ein bisschen aufgeregt bin und jetzt definitiv noch sehr, sehr viel vor mir habe. Nicht nur morgen, sondern wahrscheinlich die nächsten Tage überhaupt. Ich drücke allen auf jeden Fall die Daumen, dass wir dieses wirklich tolle Haus bekommen werden bei den 100%. Und ich weiß leider nicht, wie das Ganze gerechnet wird, ob die goldenen Spuren mehr bringen oder ob die grünen Spuren, die man kaufen kann, vielleicht auch gut was bringen. Ja, das wird leider nicht veröffentlicht. Ich meine, die werden schon ihre Gründe haben, damit man nicht das jetzt in erster Linie macht und damit das Ganze schnell pushen kann. Ist natürlich schade, aber gut, ist nun mal so. Sagt es auf jeden Fall weiter. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ganze schon kanntet oder ob ihr das noch nicht kanntet. Und ja, wie gesagt, sagt es weiter, sodass ganz viele Leute in den Genuss kommen, dass das Ganze gemacht werden kann, dass ihr die Karten holen könnt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Ciao!